So. Denn wir haben noch ein paar mehr Fragen. Vorher werde ich allerdings das da erstmal wegpacken. Oh, ich muss essen. So, und dann mache ich mir noch ein paar Spitzhacken. Zwei Stück sollten erstmal lang. Huch. Flop, flop. Und flop. Okay. Ich könnte mir eigentlich noch ein paar Fackeln herstellen. Wenn ich eh schon gerade dabei bin. Dann gehen wir mal wieder runter in die Höhle. Schauen wir mal, was es dort so gibt. Wo kam eigentlich der eine Zombie jetzt her? Wurde es gerade Tag? Nee, schon länger Tag. Kurios, wie die Gegner hier manchmal spawnen. Sehr kurios. Na gut, wieder abwärts. Oh, ich habe übrigens die Laufanimation wieder angemacht für die Leute, die es bemerkt haben. Das habe ich in den letzten Videos vergessen, weil ich vorher für einen Werbespot für Nitrado ein bisschen was aufgenommen habe, so ein paar Minecraft-Szenen. Und da habe ich die Schrittanimation ausgemacht, weil das recht störend war. Und habe es vergessen wieder anzumachen, das tut mir leid. So, schauen wir mal. Jetzt gucke ich mal, dass ich wieder dorthin komme, wo ich sein möchte. Ich finde es auch lustig, wie die Skelette eigentlich immer hier oben drauf spawnen, jedes Mal. Na gut. Da oben, ne? Da? Ach Gott, ich muss das irgendwie mal ein bisschen übersichtlicher gestalten. Hier oben war das. Ah, wunderbar. Okay, gut. Dann haben wir von Dude Love MLP. Okay, du erwähntest in Twitch-Streams des Öfteren, dass du Saarländer seist. Wie genau hat es dich denn nach Bayreuth verschlagen? Ist an sich gar nicht mal so eine interessante und spannende Geschichte. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Saarland, das ist richtig, wurde geboren in Neunkirchen an der Saar und habe dort auch gewohnt, bis ich 12 war, 12 oder 13, glaube ich, so um den Dreh. Ich glaube ja. Und war im Endeffekt einfach nur durch den Job meines Vaters. Er wurde recht oft versetzt. Beziehungsweise befördert und versetzt. Und wir mussten halt mitziehen, weil, ne? Gehört sich irgendwie so. Und da habe ich zuerst einige Jahre in Hessen im Odenwald verbracht. Ich glaube, bis 2001 oder 2002. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war 2002. Und dann sind wir hier nach Oberfranken gezogen. Spezifisch Kulmbach, beziehungsweise ein kleines Dorf davor. Und jetzt wohne ich immer noch in Oberfranken, Bayreuth. Weil ich dort einfach meinen Job hatte irgendwann. Nach meiner Ausbildung habe ich hier einen Job gefunden, bin nach Bayreuth gezogen und jetzt wohne ich halt immer noch hier. Das ist die ganze Story hinter meiner Reise vom Saarland nach Bayreuth. Ich bin während der Zeit sehr oft umgezogen und habe immer viele Leute, die ich kannte, zurückgelassen sozusagen und neue Freunde kennengelernt. Und ne, es war immer ein bisschen viel Action. Und mittlerweile bin ich zumindest schon einige Jahre hier, ohne ständig auf Achse zu sein, sagen wir es mal so. Dann, erstes, was ist das denn für ein Username? Von Sind17DRP-Streams. Meine Herren, wer soll das denn aussprechen? Nenn dich doch bitte einfach Ludwig oder sowas. Oh, da ist eine Spinne gewesen. Naja, Programmieren. Wie bist du dazu gekommen? Durch Ausbildung, durch Umschulung oder rein durch Hobby, privates Interesse? Was hast du früher verwendet und was verwendest du heutzutage für Programmiersprachen? Ich habe... Ach, da ist eine kleine Höhle, wo ich mich einfach drüber gebaut habe. Oder? Ja, in der Tat. Ich habe tatsächlich nichts in der Richtung studiert oder gelernt.
ich programmiere ziemlich lange. Und mit ziemlich lange meine ich seit, und das wird jetzt einige Leute wahrscheinlich so ein bisschen, entweder werden sie denken, ich lüge sie an, oder sie werden denken, oh mein Gott, was bist du denn für ein Nerd? Aber ich programmiere, seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich meine ersten Basic-Programme geschrieben damals. Und habe mir mit der Zeit einfach mehr und mehr angelernt und bin mittlerweile auf dem Stand, auf dem ich bin. Wie gesagt, früher angefangen habe ich mit Basic. Ich bin ziemlich viele Programmiersprachen durchgegangen. Da waren auch dabei noch so Dinger wie Delphi, falls das noch irgendjemand kennt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand tatsächlich noch aktiv benutzt. Das würde mich sehr wundern. Das ist eine fürchterliche Programmiersprache. Delphi hatte ich gehabt. Dann Java habe ich eine Zeit lang probiert und habe es gelassen, weil ich die Sprache absolut bescheuert finde. Da habe ich mich allerdings auch schon oft genug drüber ausgelassen, dass ich kein besonders großer Freund von Java bin. Und bin dann irgendwann bei C, C++ hängen geblieben. Und das ist auch immer noch so die gängigste Programmiersprache, die ich nutze, wenn ich wirklich Software schreibe, was quasi nicht mehr vorkommt. Für Webentwicklung benutze ich immer noch PHP und auch dafür werden mich wahrscheinlich einige Leute lynchen, weil sagen wir mal, PHP ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, aber meiner Meinung nach ist es immer noch unglaublich zweckdienlich und wenn man es richtig anfasst, auch immer noch sehr, sehr, sehr mächtig. Es gibt nur wirklich einfachere und sinnvollere Alternativen mittlerweile, aber es ist halt einfach so eine Gewohnheitssache, könnte man sagen, von mir, weiterhin PHP zu nutzen. Ich denke auch nicht, dass ich da großartig noch umsteigen werde in naher Zukunft. Und ja, wie gesagt, das ist alles im Endeffekt selbst beigebracht. Über viele, viele, viele Jahre hinweg, über viele, viele, viele teure Bücher hinweg, alles im Selbststudium beigebracht. Und ich will nicht sagen, dass ich ein super mega High-End-Programmierer bin, aber ich würde sagen, ich bin schon ziemlich kompetent. Es dauert immer ein bisschen, bis ich meinen Code auf die Reihe bringe, weil ich gerne so kleine Leichtsinnsfehler mache und sehr, 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 sehr viel am Debuggen bin. Ich bin immer der Meinung, ich debugge ein bisschen zu viel und komme deshalb nie so wirklich voran. Aber ich halte das einfach für eine unglaublich wichtige Sache. Und ja, das ist just my story. My Programmierer-Story. Bisher noch nichts Interessantes gefunden hier, ne? Das ist so lame. So lame. Und von Aderonix. Wie lange möchtest du Let's Playen oder streamen? Gibt es irgendwann ein Ziel, wo du denkst, so langsam könnte ich aufhören oder machst du weiter mit Let's Playen, streamen? Bis zu deinem Lebensende. Nee. Das kann ich schon mal sagen. Nee. Ich habe mir eigentlich immer das Ziel gesteckt, ich Let's Play so lange, wie es mir noch Spaß macht. Und aktuell macht es mir noch Spaß. Von daher wird es wahrscheinlich so schnell erstmal nicht aufhören. Aber mir ist genauso bewusst, dass das nichts für die Ewigkeit ist. Also so ziemlich gar nichts für die Ewigkeit. Und ich bestimmt nicht mit 70 noch hier sitze und Let's Playen werde. Das kann ich euch versprechen. Um es kurz zu fassen, ich werde so lange Let's Playen, wie ich Spaß dran habe. Wenn mir der Spaß am Let's Playen verloren geht, dann werde ich das wird dann auch der Zeitpunkt sein, an dem ich meinen Kanal dicht mache. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen und ist hoffentlich noch fern. Denn wie gesagt, aktuell habe ich definitiv noch Spaß dran. Ich habe definitiv noch viel, viel, viel Zeug, das ich mit den Leuten teilen möchte. Und aktuell habe ich keine Pläne, da aufzuhören. Erstmal. Vorerst. Schauen wir mal. Wie gesagt, wenn mir der Spaß vergeht, kommen auch keine Videos mehr. So einfach ist das. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann ist Kanal zu. Dann müsst ihr euch einen anderen suchen, der eure Fragen beantwortet. Ja, das waren jetzt die Fragen, die ich mir so rausgesucht habe für heute.
Wie gesagt, es war diesmal sehr viel Interessantes dabei. Und ich würde euch hier an der Stelle einfach nochmal auffordern, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder allgemein noch Fragen habt, stellt die einfach in den YouTube-Kommentaren oder auf Twitter unter dem Hashtag RealTalk. Stellt sie nicht auf Facebook, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Video hochgeladen wird, habe ich wahrscheinlich schon ein anderes Video hochgeladen, in dem ich euch nicht nur erzähle, wie ihr mich über Patreon direkt unterstützen kann, sondern auch, in dem ich euch erzähle, dass ich keinen Bock mehr auf Facebook habe und am Überlegen bin, die Seite zu löschen. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Aber ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr auf Facebook was schreibt, werde ich nicht großartig mehr drauf eingehen, denn ich mag Facebook nicht sonderlich gerne und ich möchte es gerne aus meinem Leben streichen. Das wäre schön. Deshalb Twitter oder unter die YouTube-Kommentare oder auch auf Google+, wenn ihr dann möchtet. Mit dem Hashtag RealTalk. Da könnt ihr dann Fragen stellen. Ja. Und Gott, ich habe jetzt gequasselt wie ein Irrer, ne? Mein Mund ist total trocken. Und ich habe hier nichts gefunden. Nix. Gar nichts. Überhaupt nichts. Nada. Niente. Das ist doch zum Kübeln, ist das doch. Was ist das für eine blöde Schlucht, ey? Nur Steine. Überall Steine. Was will ich denn mit so vielen Steinen? Ach. Das ist doch dumm. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Das ist doch echt blöd. Tja, was mache ich denn damit? Was mache ich mit dieser Schlucht? Weiter ausbauen und gucken, ob irgendwann irgendwas Interessantes bei rumkommt. Mehr Möglichkeiten habe ich ja offensichtlich nicht. Zombie, wo willst du hin? Ah, du willst sterben. Eine Karotte! Eine Karotte! Wir haben eine Karotte! Oh Gott, ich habe endlich eine Karotte bekommen. Ich fass es nicht. Wow. Krass. Einfach mal einen random Zombie umgelegt und ich bekomme eine Karotte. Das ist großartig. Das gefällt mir. Das ist schön. Karotte ist gut. Die werde ich gleich anpflanzen. Ah, wie wunderbar. Habe ich da einen Schleim gehört? Ja, höre ich. Aber wo? Wo bist du nur, du Schleimbatzen? Wahrscheinlich irgendwo anders. Au, hallo. Das ist eine Spinne. Da hinten ist eine Hexe. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst vor der Hex. Die haut mich kaputt mit ihren Flaschen. Und dann steckt sie meinen Hintern in Brand. Okay. Okay, gut. Dann muss ich nochmal ganz kurz unterbrechen und dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja, ja, bis gleich. So, Dalein. Meine Herren. Okay. Die Pause hat jetzt etwas länger gedauert als erwartet. Aber Karotte. Oh je. Oh, und es ist so warm im Moment, ne? Ich kann... das ganze Gerede macht meinen Hals trocken und dann noch die Hitze und... und sowieso und überhaupt und... ihr werdet jetzt Karottenfelder.